Hier mal ein paar Worte zu dem Sirui K20X Kugelkopf mit Schnellwechselplatte. Ist immer sehr schwer, Sachen, die technisch so super perfekt verarbeitet sind und sich haptisch auch so gut anfühlen wie das Produkt hier, das in dem Film irgendwie rüberzubringen. Also was man halt machen kann, ist halt eben ganz nüchtern, dass man die Sachen beschreibt, ne? Was kann es? Wofür kann man es ansetzen bzw. einsetzen und so weiter. Aber das Ding so in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie das hier alles funktioniert mit der ganzen Mechanik und wie das hier alles austariert ist und wie das alles geschmeidig funktioniert und läuft, das ist immer sehr schwierig. Also ich beschränke mich natürlich jetzt hier drauf, einfach mal auf die technischen Aspekte dieses Kugelkopfes hinzuweisen. Aber das, was ihr halt eben hier nicht sehen könnt, ist halt eben das, was man fühlt, wenn man es anfasst. Das nun mal so am Rande. Und jetzt gehen wir mal hier die ganzen Sachen im Detail so ein bisschen durch. Neben der sehr hochwertigen Verarbeitung, ganz normal jetzt nüchtern technisch halt eben, was dieser Kugelkopf macht. Hier oben, Sie sehen es direkt, fehlt was, die Schnellwechselplatte. Dafür sehen Sie aber hier vorne einmal Libellen, und zwar einmal in der vertikalen Position, wie auch hier eine kleine Senkrechtlibelle, je nachdem. Das macht dann halt eben Sinn, wenn man hier einfach hingeht und den Kugelkopf zum Beispiel, wenn man den gelöst hat, in diese Position bringt, dann ist die Libelle dann vonnöten. Für die oben Aufsicht, die Libelle auch hier oben. Also wir haben insgesamt drei Libellen hier an diesem Kugelkopf. Die Schnellwechselplatte habe ich hier schon mal an einer Kamera angebracht. Die wird also hier oben einfach dann reingeschoben. Zack. Und dann hier mittels der Schraube an der Seite kann man das Ganze dann befestigen. Und natürlich hält das und da fällt auch nichts runter. Das wäre auch nicht so wahnsinnig gut zum Lösen. Hier hinten einfach auch auf der Rückseite hier mit diesem roten Knopf entriegelt man das Ganze und dann kann man hier, wie die Kamera jetzt auch schön out of focus geht. Hallo? Ja. Jetzt haben wir wieder. Geht also dann hier oben die Schnellwechselplatte auch richtig raus. Hier an der Seite haben wir dann zum Einstellen für die verschiedenen Stärkegrade hier diese eine Schraube, die dafür sorgt, in welchen Stärkegrad ich dann also hier diese Kugel in diesem Kugelkopf bewegen kann. Je nachdem, was man da für ein Equipment drauf hat und das sehr schwer ist, macht das dann auch Sinn, dass man halt eben auch dann sehr gefühlvoll die ganzen Sachen hier bewegen kann. Das war die Schraube oben fürs Feststellen. An der Seite hier noch einmal dann die Schraube zum Lösen, wenn das Ganze auf dem Stativ ist, beziehungsweise auf der Befestigung. Hier unten einfach dann zum Drehen. Auch das ist natürlich halt eben mehr oder weniger super geschmeidig. Na, nicht mehr oder weniger, es ist super geschmeidig. Hier auch nochmal mit einer Anzeige der Gradzahlen. Ist auch wieder sinnvoll für Panoramafotografen zum Beispiel. Das also hier zum Thema Sirui K20X Kugelkopf. Perfekt verarbeitet. Unten hier die Fräsung, das Gewinde, um das Ganze hier zu befestigen auf einem Stativ. Ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Das Ding ist toll. Es ist wirklich toll. Nehmen es auch gerne in die Hand. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ich wiederhole mich hier ohne Ende, ich weiß. Aber was wir in den Produkttexten geschrieben haben, von wegen höchste Qualität und Präzision, Funktionalität und Stabilität und die durchdachte Sicherheit, das wird hier wirklich groß geschrieben. Das merkt man an dem Ding auch, wenn man es halt eben in die Hand nimmt. Das ist ganz große Klasse. Also, der Sirui K20X Kugelkopf mit Schnellwechselplatte. Alle weiteren Informationen hier auf der Produktseite, auf der Sie sich gerade befinden. Da können Sie dann alles nachlesen.